ich bin die Martina von Tricky Horse. Ich teste gerade diesen neuen Hufschutz von Megasus, diesen Megasus Horse Runner. Ich habe den jetzt mittlerweile schon 2 Monate auf meinem Pferd drauf und muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich begeistert davon und eigentlich ziemlich zufrieden damit. Viele von euch kennen ja schon meine ganzen Beiträge und Videos, die ich zu dem Thema gemacht habe. Und es kam jetzt sehr oft die Frage, wie schaut dieser Megasus eigentlich aus, wenn der quasi direkt von der Firma, von der Fabrik kommt. Und jetzt habe ich das Team gebeten, dass sie mir einen Megasus da lassen, damit wir uns das mal genau anschauen können und damit ich auf eure Fragen einmal eingehen kann. Also so sieht das Teil aus, wenn er dann quasi zu euch nach Hause kommt. Genau so, also das ist ein genau richtiges, fertiges Produkt, wie er auch auf den Markt kommt. Und ich möchte euch mal die Sohle zeigen, gehen wir es vielleicht Stück für Stück durch. Also hier auf der Sohle seht ihr, man hat so ein bisschen einen Grip, ist da dran. Und gleichzeitig haben wir hier 2 Komponenten. Also ein Teil ist etwas härter und der andere Teil ist etwas weicher. Dementsprechend gibt dieser Hufschutz auf der einen Seite wirklich Stabilität, aber auf der anderen Seite lässt er sich auch wirklich verbiegen und verschieben. Also man kann den wirklich auch verbiegen. Das heißt, das finde ich total toll, weil er dann wirklich eine Bewegung im Huf zulässt, aber gleichzeitig einen Halt gibt. Pferde, die dann wirklich mehr Halt brauchen, weil man sagt, okay, die haben einen instabilen Huf, für den gibt es auch noch zusätzlich so einen Stabilizer, den man da irgendwo hineinstecken kann da hinten. Da ist ein kleines Loch, da kommt dann dieser Stabilizer hinein, dann ist die Flexibilität noch ein bisschen weniger, dafür der Halt aber mehr. Das finde ich echt ziemlich cool. Viele haben mich gefragt, Martina, wie ist die Beschaffenheit der Sohle? Und ich kann es euch so schwer beschreiben, weil das ist eine Mischung aus, es haltet sehr gut, also es ist schon so, dass man das Gefühl hat, man hat einen Grip und dass es quasi ein bisschen so haftet, aber es ist trotzdem, lässt eine Reibung zu. Also es ist jetzt nicht so wie der Renegade, der mir oft ein bisschen zu rutschig ist, aber als auch nicht so wie der Easy Boot, der dann oft so wirklich so einhakt in den Boden, sondern es ist eigentlich eine sehr gut gelungene Mischung aus beiden. Also auch wenn ich jetzt den Schuh fest drücken würde und jetzt schieben würde, er haltet, aber er würde sich trotzdem gleiten lassen. Das heißt, ich finde, das ist genau eine gute Mischung, damit man ein bisschen einen Halt hat, aber trotzdem das Pferd den Huf noch bewegen kann. Gut, hier in der Mitte haben wir eine ganz weiche Komponente. Also das ist ein ganz weiches Teil, ihr seht, sie kann es ziemlich verbiegen, auch in die Richtung. Das kann man, wenn man möchte, natürlich hinausschneiden. Also diejenigen, die sagen, ich hätte gern, dass mir Luft zugekommt oder ich möchte einfach den Strahl sehen können oder ich möchte hineinschauen können, die können das natürlich auch mit dem Stanley-Messer hinausnehmen, wenn es denn notwendig ist. So, gehen wir als nächstes vielleicht zu den Sideclips. Diese Sideclips, die halten enorm viel aus. Das ist echt der Wahnsinn, das hätte man nicht gedacht. Also mit denen kannst du alles machen. Die kannst verbiegen, die kannst ziehen, die kannst zerren. Die halten wirklich alles Mögliche aus. Also egal wie ich da dran rumtue, auch wenn ich den komplett verbiege oder verdrehe, da passiert gar nichts. Also der hält wirklich extrem viel aus und sind halt enorm elastisch. Und da sieht man nochmal so einen Sideclip, den kann ich wirklich komplett zum Uhrhackel zusammen verbiegen. Haltet enorm viel aus. Also oben haben wir diese flexible Lasche, die dann an den Huf drankommt. Und unten haben wir so eine stabile Komponente mit so kleinen Stufen, wo man das dann stufenmäßig Stück für Stück einschlagen kann. Aber das zeige ich euch dann aus der Nähe, damit man das ein bisschen besser sieht, oder? So, jetzt schauen wir uns den Megasus einmal von der Innenseite an. Ich habe euch ja gesagt, dass auf der Seite so kleine Stufen sind. Ja? Ihr seht es da ganz gut, so kleine Stufen. Und in diese Stufen wird dann dieser Sideclip hineingeschlagen. Also wenn wir uns das jetzt anschauen, auch der Sideclip hat diese kleinen Stufen. Und den kann ich jetzt dahergehen, nehmen und den dann hier so Stufe für Stufe für Stufe einschlagen, je nachdem wie ich ihn brauche. Also man sieht es jetzt, wenn man es von der Seite anschaut, ob wenn der Huf kleiner ist oder enger ist, dann kann ich das weiter reinschlagen. Ist er breiter und braucht mehr Platz, kann ich es weiter draußen lassen. Und das kann ich eben bis zu 8 Mal machen, weil wir haben bis zu 8 von diesen Clips auf diesen Megasus dran. Und je nachdem, was für eine Hufform mein Pferd hat, kann ich das an die Hufform ziemlich gut anpassen. Also ich habe auch gesagt, dieser Sideclip ist extrem flexibel. Also die halten ja dann wirklich den Hufschutz an der Wand dran. Und es geht enorm gut. Also mein Pferd hat das jetzt schon 2 Monate drauf. Dazwischen haben wir schon einmal demontiert und neu montiert. Und es hält eigentlich immer tadellos, ohne irgendwas. Hier seht ihr vielleicht sogar auch noch diese kleine Lasche von dem Sideclip. Und in diese Lasche hier drinnen wird der Kleber hineingetan. Also er wird
Also wenn das jetzt quasi am Huf da jetzt so dran ist, wird hier die Lasche etwas weggezogen und dann wird der Kleber hineingefüllt und also in diese kleine Lasche hineingefüllt und dann wird diese Lasche an den Huf wieder dran gedrückt. In der Lasche kann aber bei der Klebevariante mit dem Superstick oder Megastick, wie der heißt, auch ein doppelseitiges Klebeband reinkleben. Oder wenn man das mit dem Klett hat, dann ist hier natürlich der Klett drinnen. Eine Mitleserin, die hat mich gefragt, warum eigentlich hier so kleine Spitzen drinnen sind. Und ich finde, das ist eine ganz gute Frage, weil diese Spitzen, die sind eben so, wenn der Huf jetzt da auf den Megasus angepasst wird, drückt man dann quasi den Huf auf diese Spitzen drauf. Also es macht dem Huf nichts und es tut dem Pferd dann nicht weh, das spürt das gar nicht. Aber das Interessante ist, wenn dann der Huf da drauf ist und man nimmt den Megasus wieder ab, dann sieht man so, wie jetzt auf meinen Finger abdrücke von diesen kleinen Spitzen und man sieht, dass da keine Risse oder keine Schürfungen oder irgendwas entstanden sind. Also nicht so, wie wenn ich jetzt so entlang ziehen würde, dann sieht sie, dann sind da keine Spitzen, sondern sind da eher so wie so kleine Risse. Und wenn man jetzt den Huf da drauf hat und dann den Hufschutz wieder runternimmt nach einer Zeit und man schaut sich den Huf an, dann sieht man eben keine Risse, sondern nur die Spitzen. Das heißt, der Megasus dreht offensichtlich wirklich gar nicht. Also der sitzt wirklich, sobald man drauf macht, sitzt er am Huf dran und macht jede Bewegung mit. Das finde ich wirklich total spannend. Deswegen ist diese Frage auch wirklich super wichtig. Und ich danke sehr für diese Frage. Ich freue mich natürlich immer, wenn andere Leute so viele Fragen wie möglich stellen. Bei mir gehen natürlich immer die Ideen auch ein bisschen aus. Ich möchte euch diesen Test einfach machen, damit ihr da jetzt schon seht, wie das Produkt ausschaut und jetzt schon ein bisschen Gedanken drüber machen könnt. Wenn ihr noch mehr Fragen habt und noch mehr wissen wollt, bitte meldet euch einfach bei mir, schreibt mir eine Privatnachricht oder schickt uns ein paar Kommentare und ich versuche, so gut ich kann, auf alle Fragen einzugehen, damit wir das uns genau und gemeinsam anschauen können und damit eure Fragen dann auch ziemlich bald geklärt sind. Also ich freue mich, wenn ihr teilt und liked und kommentiert und einfach bei der Sache dabei seid. Passt, einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Tschüss!